Hallo Freunde und herzlich willkommen zum Baldur's Gate 3 Guide zum Kampfsystem. Da das so unfassbar komplex ist, werde ich jetzt versuchen, euch das Kampfsystem so einfach wie möglich, aber so ausführlich wie nötig zu erklären. Außerdem werde ich natürlich noch einige Tipps und Tricks mit einfügen, insbesondere dem wohl wichtigsten und essentiellsten Tipp, den es überhaupt zum Kampfsystem in Baldur's Gate 3 gibt und mit dessen Hilfe ihr so gut wie jede Schlacht siegreich bestreiten könnt. Viel Spaß dabei, los geht's! Beginnen tun wir mit der Zirkumflex-Taste. Das ist die Taste, die ihr links oben auf eurer Tastatur findet zwischen Esc und Tab. Wenn ihr diese Taste drückt, werden euch alle Kreaturen in der näheren Umgebung direkt angezeigt mit einer farblichen Kennzeichnung, sage ich jetzt mal. Und je nachdem könnt ihr direkt erkennen, ob sie freundlich, feindlich oder neutral gesinnt sind. In dem Fall rot bedeutet feindlich und sollte ich mich direkt in deren nähere Umgebung begeben und die sehen mich, dann wird automatisch ein Kampf ausgelöst, weil die grundsätzlich feindlich sind. Es gibt keine Möglichkeit für einen Dialog oder ähnliches. Gelb markierte Figuren oder Kreaturen sind euch gegenüber erstmal neutral gesinnt. Das heißt, sie greifen euch nicht direkt an, wenn sie euch sehen und ihr habt die Möglichkeit, einen Dialog mit denen einzugehen. Wenn ihr aber von gelb markierten Figuren oder Kreaturen gesehen werdet, dann kann es durchaus sein, dass direkt ein Skript oder ein Dialog ausgelöst wird und infolgedessen kann es sehr wohl zum Kampf kommen. In dem Fall habt ihr natürlich Einfluss darauf, je nachdem, welche Antworten ihr wählen solltet. Ich könnte hier angreifen, ist klar, dann werden die automatisch rot. Ich kann aber auch eventuell mich rausreden oder andere Möglichkeiten nutzen, um hier einen Vorteil für mich rauszuziehen, beziehungsweise die Neutralität womöglich in grün zu machen oder aber dafür zu sorgen, dass ich erstmal hier ohne Probleme weiterschreiten kann. Das gilt natürlich nicht für jede Figur oder Kreatur, deren Weg ihr kreuzt im Laufe eures Spiels, die euch gegenüber neutral gesinnt sind. Diese ganzen Leute hier sehe ich jetzt in dem Spielstand das erste Mal und hier passiert die ganze Zeit nichts. Nichtsdestotrotz sind die uns gegenüber halt neutral gesinnt und nicht unsere direkten Freunde. Der Vorteil, den diese Markierung mit sich bringt, ist weit größer, als man im ersten Moment denkt. Wenn wir uns in einer komplett unbekannten Gegend fortbewegen und hier sehen wir zum Beispiel ein übles Monster auf uns zukommen und keine Ahnung, was es ist, sehen wir jetzt schon, dass es halt gelb markiert ist, wenn wir mit der Maus drüber gehen oder halt die Zirkumflex-Taste aktivieren. Und bei gelb wissen wir genau, dass dieses Vieh uns nicht angreifen wird. Das heißt, wir können hier rein theoretisch gesehen einfach mal gucken, was passiert, wenn er uns sieht. Gar nichts. Ich habe auch kein Problem, keine Möglichkeit, jetzt mit ihm einen Dialog einzugehen, aber er ist erstmal uns gegenüber neutral gesinnt. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen. Der greift mich jetzt nicht direkt an. Und zuletzt hätten wir dort grün markierte Figuren oder Kreaturen. Die sind uns auf jeden Fall freundlich gesinnt. Das bedeutet aber nicht, dass ihr in dem Fall hier jetzt zum Beispiel Taschendiebstahl betreiben könnt und müsst nicht damit rechnen, dass solltet ihr erwischt werden, dass ihr dafür auf den Sack bekommt. Light fingers were too heavy this time. Some guards would appreciate your generosity, but not. Und so kann ganz schnell aus grün auch mal rot werden. Beschwächungsversuch ist misslungen, ich habe keine Möglichkeit wegzukommen, da bleibt nur der Angriff. Und jetzt wird aus grün ganz schnell rot. In dem Fall können wir uns der Sache natürlich noch entziehen, indem wir zum Beispiel einen Trank der Unsichtbarkeit verwenden. So, und dann verschwinden wir ganz schnell. So, und jetzt ist er wieder grün. Das Problem dabei Geschichte ist jetzt zwar, dass er wieder grün ist, also uns nicht mehr gegenüber feindlich gesinnt ist. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt das Problem, dass wir hier auf jeden Fall Meinung verloren haben. So, und deswegen haben wir gar keine Möglichkeit mehr, mit dem zu handeln. Zwar so können wir es immer noch machen, aber uns wird das nicht mehr direkt angeboten, die Möglichkeit zu handeln. Und der Preis ist natürlich rapide gestiegen, weil wir hier halt Sympathie minus 45 haben. Also das ist schon bitter. Nun kommen wir zum Sichtfeld. Jede Kreatur in Baldur's Gate besitzt ein Sichtfeld, das ihr euch per gedrückter Shift-Taste anzeigen lassen könnt. Hier sieht man gerade noch nichts und auf einmal ist es da. Das liegt daran, dass diese Monster sich hier hinten bewegen.
Und dieses Sichtfeld wird euch nicht nur bei irgendwelchen Monstern angezeigt, sondern auch zum Beispiel bei Händlern in Städten oder sonst irgendwelchen Kreaturen, die ihr in Baldur's Gate antrefft. Wenn ich in das Sichtfeld reinlaufe, also von den Viechern hier entdeckt werde, wird in dem Fall, weil diese rot sind, also weil das hier direkt Feinde von uns sind, wird sofort ein Kampf ausgelöst. Ihr habt die Möglichkeit, das Sichtfeld theoretisch so, ich sag jetzt mal, bedingt zu beeinflussen, indem ihr zum Beispiel einen Magier nimmt wie Gale oder ich sag mal, es gibt auch sowas wie Rauchpfeile hier, Pfeile der Dunkelheit, dann könnte ich hier einen Pfeil der Dunkelheit hinschießen. Dann könnte ich jetzt ohne Probleme die Tasche hier looten. Und dementsprechend oder das Skelett looten, wie auch immer. Hier Sachen einsacken, Dankeschön. Und dann mich wieder hier rausbewegen. Weil diese Wolke hält ja nur eine bestimmte Zeit lang. Aber ich kann halt so vermeiden, gesehen zu werden. Das ist so eine gewisse Beeinflussung des Sichtfelds, die uns zur Verfügung steht. In diesem Fall hier zum Beispiel auch. Ich drücke die Shift-Taste, sehe, dass hier ein Sichtfeld ist. Dann kann ich gucken oder die Zirkumflex-Taste drücken und sehe da hinten alles klar. Da ist wohl jemand, der hier Ausschau hält und diese Person würde uns dann entdecken, wenn wir uns jetzt da entlang bewegen würden. Sie ist neutral, aber wenn wir ihr Sichtfeld betreten, dann erfolgt automatisch ein Skript. Da wir natürlich keine Lust haben, die ganze Zeit, während wir uns durch die Welt von Baldur's Gate 3 bewegen, die Shift-Taste gedrückt zu halten, gibt es eine Alternativmöglichkeit und die Bewegung in dieser empfehle ich euch grundsätzlich und zwar drückt ihr C und dann seid ihr im Schleichmodus. Im Schleichmodus läuft alles ein bisschen langsamer ab, aber das ist nicht weiter schlimm. Einmal hat das den Vorteil, dass wir grundsätzlich das Sichtfeld aller Einheiten sehen oder Gegner und zum anderen sind wir so langsam unterwegs, dass wir nicht unbedacht auf irgendwelche Fallen laufen. Solange wir uns im Schleichmodus befinden, gilt Folgendes. Versteckt. Zustand hält bis zu lang Rast, beziehungsweise bis ihr C drückt oder von irgendjemandem entdeckt werdet. Die betroffene Kreatur ist für Gegner unsichtbar, bis sie ihren Sichtkegel durchquert. Die Kreatur ist bei allen Angriffswürfen im Vorteil. Außerdem haben wir hier stehen, leicht verschleiert. Zustand. Versteckt sich in leicht verschleiertem Gebiet, muss bei Entdeckung einen Wurf auf Heimlichkeit ausführen. Das läuft anders ab, wenn hier Licht herrschen sollte. Also nehme ich an, ich habe jetzt eine Fackel, dann steht hier offener Bereich, Zustand. Versteckt sich in einem lichtverschleierten Bereich. Wenn die Kreatur gesehen wird, wird sie sofort entdeckt. Der Vorteil beim Schleichen im verschleierten, vollverschleierten oder leicht verschleierten Bereich ist, solltet ihr von Monstern gesehen werden, also das Sichtfeld der Monster queren, wie zum Beispiel hier bei der Spinne, dann wird erstmal gewürfelt, ob ihr überhaupt entdeckt werdet. Und wenn dieser Wurf gelingt, dann könnt ihr euch weiter bewegen, ohne dass ihr in einen Kampf oder einen Dialog oder in ein Skript reingezwungen werdet. So, jetzt bewegen wir uns mal absichtlich da rein. Die Spinne entdeckt uns, aber es ist nichts passiert. Und jetzt kann ich mich weiter bewegen. Und dann steht das hier, Haldir hat einen Versteckenwurf gegen Phasenspinne bestanden. Und dann wirken halt verschiedene Indikatoren da drauf, aber dazu komme ich noch. Dieser leicht verschleierte oder versteckte Zustand rettet euch aber nicht immer. Es gibt auch Monster wie diese Ettercup, die besitzt Dunkelsicht. Und wenn ein Monster Dunkelsicht hat und ich bin in einem leicht verschleierten Bereich oder in einem verschleierten Bereich, dann werde ich trotzdem entdeckt. Und der Zustand des Verstecktseins hilft mir dann kein bisschen. Es wird auch gar nicht erst gewürfelt, ich wurde sofort entdeckt. Das ist derselbe Effekt, als wenn ich in einem gut ausgeleuchteten Bereich bin. Den Zustand eines gut ausgeleuchteten Bereichs haben wir zum Beispiel draußen im Tageslicht oder wenn zum Beispiel sowas wie eine Art, ich sag mal, Kerzenständer oder andere Lichtquelle in der Nähe ist. Jetzt habe ich hier offener Bereich, beziehungsweise steht hier, versteckt sich in einem nicht verschleierten Bereich. Wenn die Kreatur gesehen wird, wird sie sofort entdeckt. Entweder steht da hier offener Bereich oder steht halt gut ausgeleuchtet. Und wenn die Spinne mich jetzt gleich gesehen wird, dann geht sofort die Action los und es wird gar nicht erst gewürfelt. Weil es halt kein verschleierter Bereich mehr war und ich diesen Vorteil habe nicht mehr genossen habe. Ihr müsst also aufpassen, wo ihr euch bewegt, beziehungsweise was ihr hier für Anzeigen habt. Und jetzt schauen wir uns an, wie sich das mit dem Versteckenwurf gegen die Phasenspinne zusammensetzt. Ich habe ja hier einen Versteckenwurf gegen die Phasenspinne bestanden. Und damit die Phasenspinne mich nicht entdeckt, muss ich mindestens eine 15 erreichen. Da oben steht ja geschrieben, Schwierigkeitsgrad 15. Und dann wird halt gewürfelt. Am Anfang kommt der Fähigkeitswurf. Das ist ein 20-seitiger Würfel. In dem Fall habe ich eine 12 gewürfelt. Danach habe ich einen Bonus bekommen von plus 2 Punkte durch Übung, dann eine von plus 3 Punkte Geschicklichkeitsmodifikator und plus 2 Punkte Heimlichkeitsmodifikator. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommen diese Sachen her?
Der Übungsbonus kommt daher, weil ich ganz am Anfang, wo ich meinen Charakter erstellt habe, bei den Fähigkeiten Heimlichkeit mit ausgewählt habe. Und deswegen habe ich hier ein Sternchen und eine Übung drin. Also bekomme ich einen Übungsbonus von plus 2. Als nächstes habe ich einen Geschicklichkeitsmodifikator von plus 3. Das liegt daran, weil ich Geschicklichkeit 16 habe. Also gibt es plus 3 auf Geschicklichkeitswürfe. Und zuletzt gibt es einen Heimlichkeitsmodifikator von plus 2. Das liegt daran, dass ich diesen Ring hier trage. Heimlichkeit plus 2. Und alles zusammen hat dafür gesorgt, dass ich am Ende eine 19 habe. So, jetzt fragt sich natürlich bestimmt der ein oder andere, ja, wie funktioniert das denn hier? Wie kriege ich denn jetzt hier nochmal die Übung dahin? Weil das jetzt ein bisschen kompliziert ist. Attribute ist klar, am Anfang verteilen wir Attribute und so weiter, aber ich zeige euch das mal eben kurz. Am Anfang des Spiels entwirft jeder von euch seinen eigenen Charakter und während ihr das tut, habt ihr großen Einfluss darauf, worin ihr geübt seid und worin nicht. Ich baue mal eben kurz meinen Hochelf nach, beziehungsweise meinen Halbelf. So, das passt, das spielt eigentlich keine Rolle. Zauberer, wir sind der Barde, habe ich gespielt. Startinstrument spielt keine Rolle. Ich hatte Unterhaltungskünstler und dann kommen die Attribute und die Fähigkeiten. Und in diesen Fähigkeiten, die ich hier auswähle, kann ich dann mitentscheiden, worin ich geübt bin. Ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme die Täuschung weg und nehme dafür Fingerfertigkeiten oder Heimlichkeiten. Und schon bin ich da drin geübt. Ich kann auch Einschüchtern wegnehmen und dann habe ich zum Beispiel einen Barde, der eher flinke Finger hat, wollte ich fast sagen. Aber in diesen Fähigkeiten bin ich jetzt geübt. Und wenn ich mich jetzt halt irgendwo entlang bewege und irgendwas passiert, wo diese Fähigkeiten eingesetzt werden, dann bekomme ich halt den Übungsbonus in diesem Bereich. Die Völker, die ich auswähle, haben mit Einfluss darauf, was ich für Fähigkeiten habe und worin ich geübt bin. Dann natürlich noch die Klasse, die ich auswähle. Der Kämpfer hat zum Beispiel Kriegswaffen zur Verfügung und so weiter und so fort. Und je nachdem hat das auch wieder Einfluss auf diese Geschichten hier. Ich habe jetzt hier zum Beispiel nur Fähigkeiten mit Übung bezogen auf meine Klasse. Und dann habe ich noch durch Hintergrund und durch Volk kriege ich so ein paar Boni. Je nachdem, welches Volk ich wähle und welche Klasse ich wähle, bekomme ich zum Teil richtig viele Möglichkeiten, hier Einfluss auszuüben, worin ich also geübt sein möchte. Teilweise ist das festgezogen oder fest definiert. Und auf der anderen Seite, hier bei den Menschen zum Beispiel, in dieser Kombination mit den Schurken, habe ich hier große Vielfalt und kann wirklich viel mitentscheiden. Und kann mir schon mal dicke Punkte geben hier. Fingerfähigkeit, Heimlichkeit direkt 7-7. Was super krass ist für jemanden, der den Leuten später die Taschen leeren will. Aber das sieht jetzt sehr stark aus, dass man unbedingt in diesen Bereich gehen sollte, also zum Beispiel Schurke und Mensch, aber auf der anderen Seite hast du halt als Magier dementsprechend Zauber und der Schurke hat da gar nichts. Also es gibt auf jeden Fall eine gute Balance und die hat der Schurke auch seine Nachteile, weil er nur leichte Rüstung tragen kann, keine mittleren, keine Kriegswaffen und so weiter und so fort. Aber ihr habt auf jeden Fall viel Einfluss darauf, darum geht's. Nun kommen wir zur Initiative. Je nachdem, welche Initiative am Anfang gewürfelt wird, wird entschieden, wer hier oben in der Reihe als erstes dran ist und wer als letztes dran ist. Und die Initiative beeinflusst wird hauptsächlich durch die Fähigkeit Geschicklichkeit oder durch den Attribut. Die Geschicklichkeit hat am meisten oder hat hauptsächlich Einfluss darauf, wie das mit der Initiative läuft. Das heißt, je höher eure Geschicklichkeit, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier oben an der ersten Stelle seid. Wenn ich meine anderen Leute jetzt mit in die Schlacht reinziehe, dann müssen sie alle würfeln. Hier gerade mal eine 2 gewürfelt, Lazelle nur eine 2 gewürfelt und Schattenerz hat nur eine 3 gewürfelt. Und deswegen sind die alle ganz hinten. Und wie sieht's aus bei denen mit der Geschicklichkeit? 13, 13, 13. Also haben gerade mal einen plus 1 Bonus auf diese Geschichten, während Haldir hier eine 16 hat und plus 3. Das bedeutet für euch, dass ihr auch unbedingt darauf achten müsst, mit wem ihr überhaupt eine Gruppe zusammenbilden wollt. Denn wenn ihr nur Leute habt mit geringer Geschicklichkeit und ihr startet immer in einem Kampf und habt alle nur niedrige Initiativwürfe wie die drei hier, dann werdet ihr immer ganz hinten in der Reihe sitzen und dann bekommt ihr direkt am Anfang ordentlich die Power der Feinde zu spüren. Und das ist sehr, sehr böse. Das kann schon wirklich erhebliche, schwere Nachteile nach sich ziehen, bis hin zum Vibe, also dass eure Truppe, bevor ihr überhaupt dran wart, schon ausgelöscht wurde oder so stark eingeschränkt wurde, festgehalten, in Flammen gerät oder was weiß ich. Es gibt so viel böse Zauber und Möglichkeiten und Fähigkeiten, die das Spiel euch entgegenwerfen wird. Aber ihr müsst nicht verzagen, denn es gibt ja in eurem Lager einen guten Freund, den Verdorrten. Und ihr könntet theoretisch
mit jedem der Charaktere, mit dem ihr gerne zusammen in die Schlacht ziehen wollt, beziehungsweise in das Abenteuer, erstmal einen Besuch bei dem Verdorrten machen. Fate spins along. Und dort könnt ihr eure Klasse ändern. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Klasse ändern wollen. Und das heißt auch nicht, dass wir jetzt, wer weiß, was hier an den Attributen ändern müssten. Aber es empfiehlt sich auf jeden Fall, die Leute so ein bisschen zu spezifizieren. Wenn ich eine bestimmte Truppe habe, mit der ich spielen möchte, dann sollte ich die vielleicht auch miteinander abstimmen. In dem Fall habe ich jetzt einen Barde, deswegen hat der am meisten oder sein wichtigster Wert ist Charisma. Stärke brauche ich eigentlich gar nicht, dafür habe ich ja vielleicht einen Krieger dabei. Das heißt, ich könnte ihm die Stärkepunkte auch noch klauen und stopfe dann noch einen Punkt in Konstitution rein, damit er halt länger überlebt. Und Geschicklichkeit hat dieser Barde sowieso schon recht hoch, also das könnten wir so zum Beispiel lassen. Schatten jetzt lassen wir auch so, wie sie ist. Eventuell möchte ich hier noch was ändern bei Schatten jetzt. Da gibt es so eine Empfehlung, dass man stattdessen statt Domäne der List Domäne des Lebens nimmt, damit die auf jeden Fall eine extrem starke Heilerin wird. Und das wird sie dann auch, aber das ist eine andere Geschichte. So, und dann hat sie hier Weisheit ganz hoch, weil sie ist halt eine Klerikerin und die braucht Weisheit. Charisma? Brauche ich groß Charisma bei ihr? Und Stärke? Ich glaube, Stärke brauche ich fast gar nicht bei ihr. Das hier kann ich eher auf Geschicklichkeit setzen. Stärke kann runter. Geschicklichkeit tue ich auf 16. Charisma kann auch runter, setze ich auf 14. Ich könnte es noch ein bisschen ausgeglichen machen, aber ansonsten, eigentlich kann ich es auch so machen. Dann hat sie auch eine starke Konstitution, eine hohe Geschicklichkeit, Weisheit. Das ist eine Variable oder eine Möglichkeit. Ich sage nicht, dass das jetzt empfehlenswert ist bei Schattenherz, weil, naja, sie hat ja auch eigentlich ist sie ein Tank. Wenn man sie richtig spielt, ich meine, sie kann schwere Rüstung tragen. Und dann sollte sie schon ein bisschen Stärke haben. Und wenn sie groß viel Stärke hat, dann kann sie auch dementsprechend zuschlagen und macht ordentlich Pain mit ihren Nahkampfwaffen. Also das muss man jetzt abwägen, ob man das so machen möchte. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mindestens eine 14 hier reinzuballern, dass ihr hier zwei Punkte zusätzlich drauf habt. Bei einer 15 gibt es keinen extra und bei 16 habt ihr drei Punkte. Und das hat halt also extra Punkte, wie ihr hier seht, plus drei auf Geschicklichkeitswürfe. Und das hat, wie gesagt, auch Einfluss auf die Initiative. So, und jetzt sieht die Welt natürlich komplett anders aus. Wenn sie alle so einen hohen Geschicklichkeitswert haben, dann sind wir fast alle mit vorne an der Spitze. Und das ist ein riesiger Vorteil. Das macht schon den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage, kann das sehr wohl ausmachen. Das heißt, ich empfehle grundsätzlich, schnappt euch eure Helden, eure Heldentruppe und setzt auf jeden Fall, also macht es jetzt nicht so extrem wie hier, dass ihr da 8er Werte habt. Schaut, dass ihr wenigstens auf 10er bleibt oder so, aber dass die Geschicklichkeit mindestens so auf 14 wäre schon nett. Und wenigstens einen 8er Wert, okay, aber damit ihr hier noch 2 hochkriegt, weil das kostet ja jeweils schon, um den hochzukriegen, kostet mich das ja jeweils 2 Punkte. Aber auf 14 ist schon empfehlenswert. Still alive. So, und jetzt kommen wir automatisch zur besten Strategie, die es gibt im Spiel. Dazu nehmen wir unsere Heldentruppe, setzen die in eine gemeinsame Tarnung, lösen die Gruppe auf und bewegen die Person in die Schlacht oder lassen die Person den Erstschlag ausführen, die den höchsten Geschicklichkeitswert hat. So, dann müssen wir natürlich noch ein bestimmtes Zeitfenster abwarten. Das ist immer idealerweise das Zeitfenster. Wenn alle Gegner, die sich in der Nähe oder auf die ihr es abgesehen habt, wenn die alle euch den Rücken zukehren. Manchmal bedarf es dafür natürlich ein bisschen Geduld. So, jetzt darf ich nicht zu schnell sein, denn ich weiß, diese Spinne kommt sofort zurück, alles klar. Alles eine Frage der Geduld, aber mit ein bisschen Geduld und Zuversicht kommt das Zeitfenster, auf das wir warten und dann können wir los. Idealerweise würden uns alle den Rücken zukehren. Jetzt drücken wir Shift-Leertaste und beginnen den Rundenmodus. Jetzt sitzen alle Kreaturen mit uns in einem Rundenmodus fest. Das sehen wir hier oben zwar nicht, aber hier bewegt sich ja nichts mehr. Alle stehen still. Niemand bewegt sich mehr. Wir haben alle Zeit der Welt. Das gilt für alle. Das gilt auch für die hier hinten. Haben sie eine bestimmte Entfernung zu euch, bewegen die Gegner sich weiter. Ganz normal, als wäre hier nichts gewesen. Sollten die sich aber zu euch hinbewegen und in diesen bestimmten Radius, den ihr nicht sehen könnt, reinkommen, dann wird auch für sie die Zeit angehalten. Okay, wir haben also jetzt alle Zeit der Welt. Unsere Leute hier sind genau wie wir im rundenbasierten Modus, aber wir befinden uns noch nicht im Kampf. Nur Haldir wird jetzt den Kampf eröffnen, weil er hat den höchsten Geschicklichkeitswert, das heißt, er hat auch die höchste Chance bezüglich Initiative an erster Stelle zu sein. Sein Geschicklichkeitswert ist 16 und die der Gegner ist 15
und 15. Die haben alle schon recht hohen Wert, aber die Chance, dass wir den höheren Geschicklichkeitswurf kriegen, besteht. Also dann greifen wir einfach mal an. Am besten das Etterköppe-Ding, weil der hat seinen hässlichen Befall. So. Perfekt. Ich habe jetzt zwar nicht den höchsten Initiativwurf gehabt, aber da ich aus dem Schleichen heraus angegriffen habe, wurden die Gegner durch meinen Angriff überrascht. Das bedeutet, wie es hier geschrieben steht, Zustand überrascht. Eine verbleibende Runde oder ein verbleibender Zug kann weder Aktion ausführen noch reagieren. Der hier hat in dieser Runde schon seinen Überrascht-Effekt gehabt. Hier steht zwar noch bei ihm, dass er überrascht ist, aber das gilt halt für diese eine Runde hier. Das heißt, sobald er in der nächsten Runde dran ist, kann er seinen ganz normalen Zug machen. Aber in dieser Runde ist er halt überrascht. So, Haldi hat eigentlich seinen Zug schon gemacht und kann nicht mehr viel tun. Jetzt können wir unsere anderen Leute nehmen. Schattenherz, Lazelle und Gil befinden sich jetzt in einer separaten Gruppe. Achtet darauf, dass sie nach wie vor getrennt voneinander sind. Sonst ist es so, dass wenn ihr mit einem den Kampf beginnt, dass gleich alle mit in den Kampf einsteigen. Wir können jetzt Lazelle zum Beispiel nehmen und Gil. Positionieren wir jetzt mal ein bisschen hier weiter nach vorne. Aber nach wie vor im Schleichen. Sobald ihr sie aus dem Schleichmodus rausholt und sie in einer bestimmten Reichweite zu den Gegnern sind, auch wenn die sie nicht sehen, werden die automatisch mit in den Kampfmodus reingezogen. Also Lazelle, wenn die zum Beispiel aus der Tarnung rausgeht, automatisch Kampf. Auch wenn sie nicht gesehen wurde. Also bleibt schön weiter im Tarnmodus. Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn ich den beiden hier, bevor sie angreifen, mit Segen einen Vorteil verschaffen würde. Segne bis zu 3 Kreaturen, sie erhalten einen Bonus von 1d4 auf ihre Angriffs- und Rettungswürfe. Genial, das machen wir. Das Problem dabei ist, Schattenherz wird direkt Teil des Kampfes. Und das ist schlecht, das können wir aber vermeiden. Der einfachste Weg, um das zu vermeiden, ist, dass ihr, in dem Fall Schattenherz, von einer so großen Entfernung aus den Zauber ausführen lasst, dass sie halt nicht Teil des Kampfes wird. Und diese Entfernung, die wir hier sehen, die reicht schon aus. Das heißt, ich kann von dieser Entfernung aus diesen beiden den Zauber geben. Und Schattenherz wird nicht Teil des Kampfes. Dann kann ich sie tarnen lassen und theoretisch gesehen könnte ich jetzt den Kampfmodus oder den rundenbasierten Modus starten lassen. Dann kann ich Lazelle annehmen und kann schon mal mich hier hinbewegen. So. Alle drei haben sie jetzt Segen, aber der Segen läuft natürlich Runde für Runde weiter ab. So, Gay lasse ich auch mal vorlaufen. Schattenherz könnte sich auch bewegen und dann können die drei ihre Runde beenden. Jetzt ist die Welt dran und jetzt sind die wieder dran. Das Coole hier dran ist, dass diese hier in einem Kampf sind und ganz gleich, was mit denen hier ist, das spielt keine Rolle. Ich kann hier rundenbasiert alle Schritt für Schritt mich jetzt langsam ranbewegen. Ich muss immer berücksichtigen, dass wenn ich sowas benutze wie Segen zum Beispiel, das ist ein Zauber, der rundenbasiert abläuft. Wenn ich das jetzt außerhalb des Kampfes mache, also ich würde den Kampf jetzt bei den aufheben, den rundenbasierten Modus, dann muss ich mich halt schnell bewegen, muss mich beeilen und so weiter, die Leute in Position setzen, weil der Segen hier weiter abläuft. Das heißt, ihr könnt euch besser im rundenbasierten Modus mit der separaten Gruppe bewegen, dann habt ihr mehr Ruhe. Jetzt kommt der nächste knifflige Punkt, der wichtig ist und bei dieser Strategie zu beachten ist, wenn ich mit irgendeinem aus dieser separaten Gruppe einen Angriff ausführe, dann sind die anderen beiden nicht mehr Teil der Gruppe und werden aus dem rundenbasierten Modus rausgezogen, während Lazelle Teil des Kampfes wird. So, und das bedeutet für die beiden, dass sie nicht mehr im rundenbasierten Modus sind und ich muss sofort wieder den rundenbasierten Modus bei denen aktivieren, weil sonst dieser Zauber abläuft. Während Lazelle jetzt Teil des Kampfes ist. Immerhin ist Lazelle jetzt nicht an letzter Stelle. Immerhin hat sie jetzt einen besseren Initiativwurf gehabt, weil sie ja jetzt eine hohe Geschicklichkeit hat, wobei das ja hier wie gesagt grenzwertig ist. Aber sie hat der Spinne schon mal ordentlich einen verpasst. Jetzt könnten wir Gale nehmen und Gale kann den nächsten Angriff starten. So, jetzt ist Gale auch des Kampfes. Jetzt habe ich das Problem wieder bei Schattenherz. Das heißt, Schattenherz muss schnell in den rundenbasierten Modus. Dann könnte Schattenherz sich auch vorwärts bewegen. Und dann kann ich noch gucken, was ich mit ihr zum Beispiel mache. Der hat noch 8 Lebensenergie. Das heißt, ich könnte ihn jetzt theoretisch hiermit killen. Oder ich mache zum Beispiel spirituelle Waffe. Was auf jeden Fall auch sehr vorteilhaft ist. Da
Das Gute dabei ist, dass wenn ich mit Lazelle, mit der Schatten jetzt die spirituelle Waffe mache, dass sie dadurch nicht entdeckt wird. Weil die spirituelle Waffe eine Bonusaktion ist, dann wird sie dadurch nicht entdeckt. Sie wird nicht aus ihrer Tarnung rausgenommen, während sie diesen Zauber macht. So, jetzt ist sie immer noch dran. Das heißt, ich kann mit ihr immer noch eine Aktion ausführen. Ich kann mal gucken im Kampfmodus, wo die Axt gelandet ist. Oh, die ist leider ganz hinten. Nicht ganz so dramatisch. So, und dann kann ich mal gucken, was mir hier sonst noch für Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Mit Schattenherz. Ich weiß ja, dass die Spinne gleich sowieso noch erstmal ihren Überraschungssituation hat. Das heißt, dass sie nicht dran ist. Ich könnte also mich auf Angriffszauber erstmal konzentrieren, bevor ich Battle-Control-Zauber ausführe. Wie zum Beispiel Befehl. Weil Befehl gibt mir die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass sie eine Runde lang auf dem Boden liegt und nichts macht. Aber erstmal würde ich sagen, verpasse ich ihr eine. So, und jetzt ist Schattenherz auch Teil des Kampfes. Alle sind jetzt Teil des Kampfes. So, Aldi kann seine Runde beenden. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, die Leute ein bisschen aufzuteilen, wegen Zauber oder Angriffen, die Area Damage ausführen oder haben. Ne? Dass jeder Gegner hat sowas manchmal. Deswegen nicht zu nah ranstehen. Überrascht, überrascht, überrascht. Alles klar. Lazelle, du kannst deinen Zug machen. Du kannst jetzt Tatendrang benutzen. Und dann kannst du der Spinne hier womöglich den Rest geben. Die ist damit schon mal raus. Sehr gut. Dann hast du hier noch die Möglichkeit, einen Aufschlag zu machen. Wieso nicht? So, mach das ruhig. Dann ist die Spinne benommen. Perfekt. Jetzt ist die Axt auch noch dran. Damit ist der Typ auch raus. Keiner von denen konnte bis jetzt irgendwas machen. So, er kann nichts mehr machen. Das heißt, er kann seinen Zug beenden. Irgendwo haben wir noch Gegner. Zwei Stück haben wir noch. Der da hinten, über den muss ich mir auch noch Gedanken machen, was ich mit denen anstelle. What should I do? So, die Axt hatte auch schon ihren Move. Ende. Jetzt ist er dran. Er steht zwar noch überrascht, aber er hatte ja seine Situation vorhin. Und jetzt ist Haldir wieder dran. So, was haben wir als nächstes? Ist die Spinne dran. 11 Lebensenergie hat die noch. Ist gar nicht so wild. Ist nicht so viel. Feuerpfeil. 7 bis 18, das klingt noch besser. Das könnten wir versuchen. Dann könnten wir direkt den Rest geben. Hat sie überlebt, aber ich glaube, sie brennt, oder? Nein, sie brennt nicht. Da komme ich nicht ran. Sieht aus, als hättest du Glück und darfst noch einen Zug ausführen. Ah, sie ist über Feuer gelaufen. Pech gehabt. Das war's für die Spinne. Okay. Jetzt ist Gale dran. Sehr schön, da liegt er schon mal auf dem Boden. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Dann können wir jetzt hier spurten. Dann komme ich auf jeden Fall schon mal ran, aber ich kann nicht mehr angreifen. So, jetzt steht er wieder auf. Na, will sich noch ein bisschen bewegen auf dem Eis. Hat sie leider Befall. Ja, der Befall ist ein bisschen lästig, ne? Wie lange hält denn der? Oh, der ist gar nicht mal so schlecht. 2 bis 8 Schaden pro Zug. Das kann sogar tödlich werden. Nehmen wir an, 3 Züge lang, 8, 16, 24, das könnte sie sogar umbringen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut, dann wollen wir den erstmal hinlegen. So, wenn er liegt, ist er nicht mehr ganz so gefährlich. Dann machen wir halt anders, dann machen wir Feuerpfeil, da kriegt sie auch ein bisschen Schaden zu, aber die Ätherkappe auch. So, dann ist sie aber von dem Befall befreit und der Schaden war minimal. Und jetzt erkläre ich euch einmal Schritt für Schritt die einzelnen Aktionspunkte. Also wir haben einmal Aktion, Bonusaktion, Arkane, Erholungsladung im Fall von Gale, dann hat er Zauberplätze Stufe 1, 2 und er hat Zaubertricks. Je nachdem, was ihr spielt, sieht die Welt halt anders aus. Schattenherz hat hier noch göttliche Machtfokuszauber
Und Lazelle hat hier halt ihre Überlegenheitswürfe. Das liegt aber daran, was ich bei ihrer Klasse ausgewählt habe für Geschichten. Und Heidi ist halt Bade, der hat hier halt badische Inspiration, die ihm aber gerade nicht zur Verfügung steht. Dafür muss er erstmal eine lange Rast einlegen. Es gibt kurze Rasten und lange Rasten. Eine kurze Rast seht ihr immer hier, da könnt ihr draufklicken, kurze Rast. Du kannst zweimal am Tag täglich 50% deiner Trefferpunkte wiederherstellen. Hexenmeister stellen ihre Zauberplätze wieder her, was sehr schick ist. Und später gibt es auch Möglichkeiten, oder später habt ihr es auch so, dass bestimmte Fähigkeiten wie zum Beispiel, hier steht kurzer Rast, das ist schon mal gut, aber bei ihm steht aktuell bei badischer Inspiration lange Rast. Und im weiteren Verlauf des Spiels, wenn er eine höhere Level hat, dann kriegt er bis zu 4 badische Inspirationen oder sogar noch mehr und hat halt die Regeneration auf kurze Rast, was auf jeden Fall sehr wertvoll ist. Und dann wird das auch richtig gefährlich mit der badischen Inspiration. So, und wenn ihr im Rundenmodus seid, dann hat jeder von euch oder jeder seiner eurer Charaktere einmal pro Zug die Möglichkeit, eine Aktion auszuführen. Das sehen wir dann hier. Zum Beispiel Spurten. Das kostet dann eine Aktion, dann steht die nicht mehr zur Verfügung. Oder eine Bonusaktion, wie zum Beispiel Springen. Bei Springen steht zum Beispiel zusätzlich noch, dass da 3 Meter müssen als Bewegungsrate mindestens zur Verfügung stehen. Das heißt, ich könnte jetzt hier rumlaufen, mich die ganze Zeit bewegen. Das sieht man, wie das hier runtergeht mit der Bewegungsrate. Ich habe noch 9. 7, 6, 5, 4 und jetzt habe ich noch 3 und solange ich noch 3 habe, kann ich eigentlich springen. Das sind aber wohl weniger als 3, es ist eine Kommastelle, deswegen reicht das nicht mehr. Also wenn ihr springen wollt, macht das immer vorher. Und ich könnte jetzt noch stoßen, eintauchen oder einen Heiltrank benutzen. Eintauchen ist auch eine sehr wichtige Bonusaktion. Ihr könnt zum Beispiel einfach in das Inventar eurer Freunde gehen. Dann schaut ihr zum Beispiel, ob jemand eine Fackel am Start hat, die rein zufällig noch brennt, oder eine Kerze, eine Fackel zum Beispiel hier, die brennt, ist doch super. Dann kann Gail die Fackel einfach fallen lassen. Zack, das kostet nichts, das kostet keine Bonusaktion, gar nichts, hat ihn höchstens ein bisschen Bewegung gekostet. Und dann könnte er rein theoretisch seine Waffe da drin eintauchen. Und jetzt brennt sein Stab und er hätte eine Waffe, die zusätzlich Feuerschaden macht. Sehr wertvoll. Und das geht zum Beispiel durch eine Bonusaktion. Ihr könnt euch aus dem Verstecken zwar herausgehen, ohne dass es euch was kostet, aber wenn ihr hier wieder rein wollt, kostet das eine Aktion. Also passt bloß auf, wie ihr damit umgeht. Das jedenfalls schon mal dazu. Und dann hat Gail natürlich Zauberplätze hier. 1 Zauberplatz und 2 Zauberplätze. So, und Zaubertricks. Bei den Zaubertricks ist es bei ihm so, dass wenn wir da drauf gehen, dann sehen wir hier jetzt hier Zaubertricks, da steht immer was dabei. Da steht zum Beispiel 18 Meter Reichweite, Konzentration und pro Zug, einmal pro Zug zur Verfügung, ist außerdem eine Aktion. Und je nachdem kann es auch Sachen geben, wie bei zum Beispiel Lazelle. Das hier steht lange Rast, das heißt, bei Lazelle haben wir hier einen Zaubertrick, den sie ausführen kann, aber den kann sie nur einmal pro lange Rast machen. Das heißt, wenn sie die Hand jetzt hier wirkt, dann ist die Hand, steht ihr zur Verfügung, zwar nur eine bestimmte Zeit, denn die Hand hat eine begrenzte Zeit, 9 Runden steht sie ihr zur Verfügung und danach ist die weg und Lazelle kann diese Aktion dann erst wieder ausführen, wenn sie einmal schlafen war. Er fordert vor dem Einsatz eine lange Rast. Und Gail hat zum Beispiel Zaubertricks zur Verfügung, wo das anders ist. Gail könnte zum Beispiel jetzt hier nach vorne gehen, dann könnte er hier vorne irgendwie Fett zaubern, dann verliert er hier einen Zauberplatz, ein paar Schritte zurück. Dann machen wir eine einfache Illusion, das ist ein Zaubertrick, der steht ihnen immer zur Verfügung. Dann könnt ihr die Monster hier anlocken, wenn wir Glück haben, fallen die alle auf die Fresse. Zack, die sind alle auf die Fresse gefallen. Dann geht er in den rundenbasierten Modus, versucht dasselbe, was Gail vorhin gemacht hat, was ich vorhin mit Aldi gemacht habe. Immerhin hat er mittlerweile ja einen hohen Geschicklichkeitswert. So, dann kann er sich hier nochmal ranschleichen, so ein bisschen näher ran. Die Gegner liegen hier gerade, alle schön auf der Seite. Die haben es nicht eilig. Und dann könnte ich zum Beispiel jetzt hier sengender Strahl benutzen und verpasse mal der Spinne ein. Bam, dann explodiert die ganze Chose. Die Spinne ist fast down, der geht's gut. Die ist überrascht. Alle sind sie jetzt eigentlich überrascht. Und wir haben denselben Effekt wie vorher. So, dann habe ich sengenden Strahl benutzt. Sieht man ja hier, war eine Aktion. Den Zauber einzusetzen ist eine Aktion gewesen, weil es im rundenbasierten Modus dann gestartet ist. Also es läuft so ab, dass... Ich habe ja den Kampf eröffnet mit dem sengenden Strahl. Und wenn ihr einen Kampf eröffnet, dann wird euch natürlich auch die dementsprechende Aktion schon mal abgezogen. Weil die halt dann bereits eine Aktion innerhalb dieses Kampfes ist. Während ich, wenn ich außerhalb des Kampfes bin,
so viel Aktionen machen kann, wie ich möchte. Ich kann zum Beispiel ohne Probleme so viele Schockwellen hier raushauen, wie ich will. Aber ich verliere trotzdem keine Aktion. Ich verliere natürlich meinen Zauberplatz, aber trotz alledem kann ich das jetzt hier immer wieder machen. Wenn ich aber im Kampf bin sollte oder diese Aktion zu einem Kampf führt, dann verliere ich den Punkt schon mal. So, dann können wir nochmal zurückgehen zu Gale und dann schauen wir uns das schicke Protokoll an, das wir hier zur Verfügung haben. Und dann können wir hier nachvollziehen, was überhaupt passiert ist. So, Magiehand ist verschwunden. Dann haben wir hier, Gale hat eine einfache Schmieren und eine einfache Illusion gewirkt. Dann ist die Spinne, Zustand, Rettungswurf gescheitert und sind auf dem Fett ausgerutscht. Ja, Pech gehabt. So, und dann kommt Gale mit Sengender Strahl. Auf Phasenspinne gewirkt. Steht da, haben wir da zur Verfügung, ne? Und dann können wir gucken, wie das ist. Hat Sengenden Strahl auf Phasenspinne gewirkt. Phasenspinne wurde getroffen, er leidet 4 Schaden, brennt. So, und da sehen wir, wie es jetzt sich zusammensetzt. Also, die Spinne hat eine Rüstungsklasse von 13. Das heißt, wenn ich sie angreife, muss ich mindestens eine 13 oder höher werfen, damit ich die Rüstungsklasse überschreite. Und dann wird nochmal gewürfelt, wie viel Schaden ich mache. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehe ich Rüstungsklasse von 13. Dann gibt es den Angriffswurf, weil wenn ich diesen Zauber hier verwende, dann steht da ja Angriffswurf. Ne? Ich muss also einen Angriff würfeln. Und dann steht da ein D20, das ist wieder diese typische Situation mit dem Fähigkeitswurf. Ich war im Vorteil. Dann kriege ich einen kleinen Bonus, ich habe eine höhere Chance auf eine höhere Zahl. Ich habe eine 16 gewürfelt, dann habe ich plus 2 Übungsbonus, plus 3 Geschicklichkeitsmodifikator und habe eine 21. Gale ist ja ein Magier. Und Gale macht ja Intelligenzgeschichten. So. Und natürlich ist Gale in Zauber halt geübt. Insbesondere in Intelligenzzauber. Und deswegen verpasst er natürlich der Spinne, beziehungsweise kriegt er hier seinen Bonus. Weil er halt Zauber benutzt, die auf Intelligenz basieren. Oder wenn er Zauber benutzt, die auf Intelligenz basieren, dann kriegt er halt seinen Bonus. Und in dem Fall wurde halt hier die Art gewürfelt, weil es halt ein Angriffswurf ist. Und nachdem gewürfelt wurde, ob ich treffe, wird dann nochmal gewürfelt, wie hoch der Schaden ausfällt. Wenn ich hier ranschleiche, jetzt, und dann mit Pfeil und Bogen auf die Spinne schießen möchte, bin ich noch zu weit weg. Das steht dann auch hier immer oben. Da steht zum Beispiel Waffenverzauberung, Monsterfäller, Verstecken. Das ist dann auch, also ich bin versteckt. Das Monster liegt auf der Seite, hat ein bisschen Nachteil. Außerdem ist das Ziel aber außer Reichweite, außerhalb der normalen Reichweite. Das heißt, ich müsste ein bisschen näher rangehen. So, und wenn ich jetzt angreife, dann habe ich das nicht mehr. Das Monster liegt auf der Seite, ich bin versteckt und wir haben noch Waffenverzauberung. Waffenverzauberung steht halt da. Waffenverzauberung plus 1 hier. Diese Waffe erhält einen plus 1 Bonus auf Angriffswürfe und verursacht einen Bonusschaden. Ist ja ganz nett. So, und jetzt könnte zum Beispiel Haldir, wenn er da jetzt mitwirken wollte, könnte sagen, ich mache jetzt erstmal, ich könnte jetzt direkt meinen Angriff machen, so, um die Spinne zu töten. Ich könnte auch sagen, ich mache erstmal Zeichen des Jägers, um hier eine Bonusaktion einzusetzen. Das should work. Anders wie beim Sengenden Strahl, der gerade von Gale gezaubert wurde, wo wir erstmal einen Angriffswurf haben und wenn wir die Rüstungsklasse der Spinne überschreiten, wir dann auf Schaden würfeln, ist es bei dem Zauber, den Haldir gerade ausgeführt hat, bei dem Zeichen des Jägers so, dass der Gegner einen Wurf macht gegen den Zauberschwierigkeit, also einen Widerstandswurf, ob er es schafft, den Zauber zu widerstehen. So, und dieser Widerstandswurf, ob der Gegner es geschafft hat, den Zauber zu widerstehen, der wird uns hier leider nicht angezeigt. Wir können nur sehen, dass wir den Gegner getroffen haben und dass der Gegner zum Beispiel im Falle dieses Zaubers ist es ja so, dass es hier bei Charisma geht. Und da hat Haldir einen Zauberschwierigkeitsgrad von 13. Da muss der Gegner natürlich erstmal drüber kommen, also höher werfen. Und Rettungswürfe minus 2, also die Chance, dass er den Zauber widersteht, ist schon sehr gering. Der Zauber, den wir hier verwendet haben, ist ein Konzentrationszauber. Da müsst ihr auch drauf achten. Konzentrationszauber. Der Zauberwirker muss sich konzentrieren, um diesen Zauber aufrechtzuerhalten. Er kann jeweils nur einen Konzentrationszauber wirken und die Konzentration wird möglicherweise unterbrochen, wenn er Schaden erleidet. Sollte ich also jetzt zum Beispiel irgendeinen anderen Zauber verwenden, der Konzentration benutzt, dann steht da sofort, unterbricht aktive Konzentration, Zeichen des Jägers. Eins der wichtigsten Tipps also ist es auch lesen. Alles lesen. Gale steht auf Gift,
und sollte er sich bewegen, dann kann es durchaus sein, dass dieses Gift auf ihn wirkt. Da steht schlichtes Gift. Zwei Züge verursacht Gift, ein Zug lang. So, er wurde aber aktuell nicht davon getroffen. Damit das nicht passiert, dass er davon getroffen wird, können wir einfach daraus springen. So vermeiden wir dann, dass es überhaupt zu dem Wurf kommt, der dafür sorgen kann, dass halt Gale von diesem Zauber getroffen wird. Also denkt immer daran, grundsätzlich solltet ihr euch idealerweise in unbekanntes Gebiet einzeln in aufgetrennter Gruppe bewegen. Nehmen wir dieses hier auch mal als Beispiel. Hier sind wir ganz woanders als gerade gezeigt. Und jetzt kann ich mich hier entlang bewegen. Und nichts passiert. Oh, was haben wir denn da? Mithril-Ader. Oh, hier schicke Sachen eventuell, die hier rumliegen und so weiter und so fort. Mithril-Ader, was hat es denn damit auf sich? Hau mal gegen und so weiter. Oh, schick. Oh, hier gibt es was Loot und so weiter. Schön getarnt bleiben wieder. Einsammeln. Oh, Elixier der Feuerresistenz und so weiter und so fort. Bla bla. So, was jetzt nicht gar nicht aus, was gar nicht ausgelöst wurde, was eigentlich hier ausgelöst wird, wenn man sich hier hinbewegt, und zwar ganz blauäugig, ist folgendes. Ihr lauft hier rum, und zwar ohne Tarnung. Und ey, was geht denn hier ab? Das ist natürlich überrascht. Und ich bin überrascht in diesem Fall. Und wenn ich überrascht bin, dann kriege ich natürlich von allen Seiten auf die Nase. Wir wurden ja komplett überrumpelt und überrascht. Schauen wir uns die Gegner an. Magma Mephist. Oder Mephit. Magma Mephit. So, was hat er denn? Feuerimmunität, Kälteverwundbarkeit, Giftresistenz. Todesexplosion, Feuer. Todesexplosion, Feuer. Wenn der Mephit stirbt, explodiert er zu einer Lava und fügt allen Kreaturen innerhalb von 2 bis Meter, 2 bis 12 Schaden zu. Das würde bedeuten, wenn einer von denen stirbt, sterben sie alle. Ganz gefährlich. Was machen wir denn in so einer Situation? Ist gar nicht so einfach. Wenn wir wegspringen und so weiter, würden wir von allen auf die Nase kriegen. Seht ihr die Schwerter, die da angezeigt werden? Wenn ihr euch wegbewegt in diesem Fall, bedeutet das, jeder von denen hat Gelegenheitsangriff. Gelegenheitsangriff. Automatischer Angriff auf einen Gegner, welcher sich außer Reichweite bewegt. Also sich wegbewegt. Das ist böse. Diese Viecher sind nervig. Feuer, ihr sind sie immun gegen. Gift sind sie resistent. Kälte verwundbar. Was mache ich denn jetzt mit denen? Und in diesem Fall nehme ich einfach mal den Trank der Unsichtbarkeit. So, jetzt bin ich unsichtbar. Und jetzt kann ich mich auf jeden Fall wegbewegen. Das ist doch super. Ich kann mich einfach wegbewegen und dann könnte ich jetzt sagen, hier, zack, könnt ihr alle wegpusten und wenn einer von denen drauf geht, gehen sie alle drauf. Ich kann auch hier jetzt die Links benutzen und das ist die beste Chance, die ich habe, die beste Möglichkeit. Denn wenn ich sehe, die haben gerade mal 15 Lebensenergie und das Ding macht 4 bis 16 Schaden, ist also eine gute Möglichkeit, dass die gleich dabei drauf gehen. Und wenn einer von denen drauf geht, gehen sie alle drauf. Jetzt haben sie alle schon mal ordentlich Schaden. So. Oh, das ist doch schön. Und sobald die wieder dran sind, kriegen sie wieder Schaden. Also warten wir mal kurz, bis die dran sind. Und jetzt sind sie alle gestorben, weil einer von denen Schaden gekriegt hat. Oh, was sehe ich da? Es sind neue Gegner gekommen. Also, das ist das mit, ich bewege mich mal schleichend durch irgendeine Gegend. Und wenn ich das mache, dann löse ich sowas hier eventuell nicht aus. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte, und zwar die Vorbereitung. Wenn ihr mehr oder weniger unvorbereitet in eine Schlacht reingeht. Wir haben ja schon bestimmte Sachen gelernt, wie zum Beispiel hier sich schleichend vorzubewegen, um Sachen oder bestimmte Skript nicht auszulösen, das zu vermeiden. Aber solltet ihr jetzt zum Beispiel, ja, erwischt werden, was hier jetzt gleich der Fall ist, und ihr seid unvorbereitet. Na, ich werde hier erwischt und so weiter. Ihr habt einen höheren Initiativwurf, 9, ist richtig krass. Dann macht die ihre Viecher. Ich bin überrascht. Überrascht ist natürlich ganz tödlich. Sie ist dran. Jetzt sind ihre Abbilder dran. Und jetzt geht die Post ab. Und dann bin ich tot. Das Gegenteil von unvorbereitet zeige ich euch jetzt. Gerade eben wurde Haldir einfach mal eben schnell niedergemetzelt. Jetzt machen wir was anderes. Jetzt geben wir erstmal ein Elixier, und zwar einen Trank des Heldentums, was auf jeden Fall sehr schon von Vorteil ist. Wenn man noch andere Sachen hat, ist das auch gut. Je mehr, desto besser. Aber Elixiere geht immer nur eins. Das andere, was ich jetzt mache, ich nehme die Fähigkeiten von Schattenherz. Und die sind richtig geil. Einmal mache ich schützendes Band. Das hält bis zur nächsten Rast. Das hält sehr lange.
Das sorgt dafür, dass die beiden, also wenn Haldi jetzt Schaden bekommt, bekommt Schatten jetzt denselben Schaden. Das denkt man jetzt erstmal, das bringt gar nichts, das ist kacke. Das Coole ist, dass Haldi jetzt Resistenzen hat. Und zwar alles. Auf alles Resistenzen. Und egal, was er bekommt nur noch den halben Schaden. Feuerschaden aus magischen Angriffen gegen diese Kreatur ist halbiert. Feuerschaden aus nicht magischen Angriffen gegen diese Kreatur ist halbiert. Also schon mal sehr geil. So, dann geht's weiter. Dann machen wir Schutz vor Gut und Böse. Schutz vor Gut und Böse hilft nicht immer, aber in dem Fall, das Ziel ist vor Aberrationen, himmlischen Elementaren, Feen, Unholden und Untoten geschützt. Diese Kreaturen sind bei Angriffswürfen gegen das Ziel im Nachteil und das Ziel kann nicht von ihnen bezaubert, verängstigt oder besessen werden. Mega. So, ist auf jeden Fall guter Schutz und der hält auch bis zur Langrast. Und zuletzt machen wir, um das Ganze noch abzurunden, was richtig cool ist. Zuletzt machen wir, ja, hier ist eine Falle, wir wissen das. Zuletzt machen wir Heiligtum. Du oder ein Verbündeter können nicht zum Ziel gegnerischer Angriffe werden, bis ihr eine Kreatur angreift oder ihr Schaden zufügt. Flächenzauber können euch allerdings doch Schaden zufügen. Nichtsdestotrotz. So, das Ding dauert, hält aber nur eine bestimmte Zeit. Jetzt rennen wir wieder auf jeden Fall hier hin. Selbe Situation, die hat wieder einen höheren Initiativwurf. So. Jetzt habe ich nicht das Problem, dass ich überrascht bin. Das ist schon mal sehr gut. Ich kann hier die Steuerkugel benutzen und ich wurde nicht angegriffen. So, und jetzt kann ich theoretisch mein Ding machen. Allein der Zauber Heiligtum bringt hier einen riesigen Vorteil. Ich werde nicht überrascht, er wird nicht angegriffen. Das ist ein brutal starker Vorteil, den wir hier haben und genießen. Immer schön vorsichtig sein, immer aufpassen, was ihr tut, ne? Ihr werdet gezaubert, wäre ich jetzt einfach losgerannt. Dann wäre ich ohne Schleichen gewesen. Lasst euch immer Zeit. Wenn was nicht so genau direkt funktioniert, lasst euch jetzt erstmal Zeit und dann überlegt genau, wie ihr das machen könnt hier. Da ist die echte. Cloak and Dagger, my favorite. I see a way. Kann Vettel wirklich übelst mitspielen. Indem ich das ganze System von Anfang an blocke, zum Beispiel mit Katzenbuckel. 40%ige Chance ist jetzt nicht der Brüller, aber wenn sie halt down liegt, ist es der Hammer. Ich kann sie niederknüppeln ohne Probleme. Macht einen riesen Unterschied, ob wir die jetzt schon niederknüppeln können, beziehungsweise ob wir die jetzt schon so krass down kriegen. Jetzt ist nur noch die eine da und sie steht komplett alleine da. Sie steht komplett alleine. Es ist unglaublich. Dann darfst du das Elixier der Geschwindigkeit trinken. Dann darfst du den Rundenmodus beginnen. Jetzt hast du alle Punkte zur Verfügung hier. Zwei Aktionen darf ich ausführen. Eine Bonusaktion steht mir noch zur Verfügung. In dem Fall muss ich erstmal einen Kampf starten, bevor ich hier in ihre Raserei verfallen darf. Aber kein Problem. Das heißt, wir machen erstmal rücksichtslosen Angriff. Der kostet mich nur eine ganz normale Aktion. Zack, kriegt sie auf den Sack. Dann gehen wir in die Raserei rein. Aus dem Katzenbuckel kann sich die Vettel so nicht befreien. Die bleibt den ganzen Zug da drin liegen. Und dann noch einen rücksichtslosen Angriff. Da hat sie schon mal ordentlich kassiert. Mit der richtigen Strategie sind halt fürchterlich, fürchterlich fiese Sachen möglich. Come on, can't
Da steht sie jetzt wieder. Ja gut, was können wir machen? Wir können zum Beispiel gucken, dass wir sie wieder down kriegen. Mit Taschas grässliches Gelächter. Hat nicht funktioniert. Egal, wir haben noch eine zweite Chance. Nochmal Katzenbuckel. Wenn das klappt, dann liegt die wieder down. So, da liegt sie wieder down. Sehr schön. Sie richtig auf den Sack. Ja, erstmal darf sie aufstehen, aber wir machen es jetzt. Wenn sie jetzt einfach kalt machen mit Karlach. Achso, Karlach hat lethargisch. Okay, das liegt daran, weil der Trank der Geschwindigkeit abgelaufen ist, aber naja, sie hat nur noch 40 zur Verfügung. Mal gucken. 25. So, dann ist sie bei 5 Lebenspunkte. So, 8 Lebenspunkte. Jetzt ist sie gut wie, so gut wie down. Könnt ihr jetzt mit Schattenherz noch einen Trank der Geschwindigkeit nehmen, um da sicher zu gehen, aber wir haben es ja jetzt gesehen, ne? Also mit der richtigen Strategie ist selbst sowas wie die Vettel, die eigentlich auch bekannt dafür ist, dass die dich recht schnell killen kann, kein Problem. So, sie ist dran. Und da gibt sie wieder auf. Also kein Problem. Vettel konnte nichts machen. Kein Angriff. Kein Schaden. Ich habe keinen Punkt Lebensenergie verloren. Das war eine perfekte Möglichkeit, um dem Vieh den Chaos zu machen. Als Beispiel. Wenn ihr euch die Let's Play-Reihe zur Baldur's Gate von mir reinzieht, dann seht ihr, dass ich die ganzen Fehler, die ich jetzt gerade, wovon ich jetzt am erzählen bin, die mache ich alle am Anfang. Ich mache so viel Scheiße, ich baue so viel Mist und die Leute amüsieren sich regelrecht, die sich diese Let's Plays angucken. Schön, dass es ihnen, dass sie euch gefallen. Aber es ist schon peinlich hier und da, ne? Ist schon witzig, was ich da für Aktionen bringe. Weil du am Anfang halt einfach nicht die perfekten Lösungen weißt. Das geht schon damit los, wie man Sasa aus dem Druidenhain schleppt. Ich mache da was mit Nebel und dies und das und Geschichten, anstatt ich ihr einfach einen Trank der Unsichtbarkeit vor die Füße schmeiße. Aber ich wusste das zu der Zeit. Ich habe es einfach nicht richtig gewusst. Also macht euch nichts draus, wenn ihr am Anfang Schwierigkeiten habt. Nach und nach werdet ihr den Bogen schon rauskriegen. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.